Und wie ihr seht, geht's weiter mit Dragons Aufstieg von Berg. Gucken, was hier so fertig ist bei mir. Sammeln wir erstmal mein Holz hier ein. Schicken den gleich nochmal neu los. Zack. Den hoch. Na, hier sammeln wir Fisch ein. Der kann auch gleich nochmal losflattern, der Glutkessel. Oh, geil, der ist fertig. Den pimpen wir gleich mal eins hoch. Jetzt, wie ihr seht, kann er jetzt 6000 die Stunde sammeln, also von Fisch und 4,5 Holz. Das kann er auch gleich mal zeigen, wie er das kann. Der fliegt gleich hinterher. Hier oben habe ich noch ein paar Drachen, das sind eigentlich meine besten hier. Der tödliche Nader, also den kann ich euch nur empfehlen, der ist echt genial. Den schicken wir auch gleich nochmal neu los und den hier auch. Der kann auch nochmal losflattern, zack. Aber warte mal, wir machen das gleich mal so. Den rufen wir gleich mal ran, bewegen und schmeißen den in den Hangar. Ich habe nämlich noch einen neuen tödlichen Nadder, glaube ich. Ach so, den habe ich noch da oben. Hier, den brüten wir gleich mal aus. Zack, da ist er. Platzieren wir gleich mal hier oben. Zack. Den füttern wir jetzt gleich erstmal fett. Eine Viertelstunde dauert es, dann schicken wir nur gleich los. Zum Training. Gut, hier brauchen wir nur 23 Minuten. Wie ihr seht, kann ich hier Level 9 brauchen wir 55 Wikinger. 100.000 haben wir Kapazität bis jetzt. Hier haben wir genauso 100.000 Kapazität. Kann ich euch noch, das habe ich frei gemacht. Da warte ich aber erstmal, bis ich hier oben noch ein paar mehr Runen habe. Dann kann ich den Drachen gleich kaufen. Hier haben wir so eine Drachenübersicht. Den habe ich auch schon. Aber den finde ich eigentlich nicht ganz so cool, weil hier könnt ihr mal gucken, was das für Besonderheiten sind. Also wenn er den hier einfach mal mit dem tödlichen Nadder vergleicht, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der ist auf jeden Fall tausendmal geiler. Können wir gleich mal gucken, was hier noch so gibt. Also der Sturmpfeil ist eigentlich auch cool. Der ist eigentlich genauso gut wie der tödliche Nadder, wie ihr seht. Sind eigentlich meine Elite-Drachen. Den Sturmpfeil hat zwar noch nicht, aber naja. Deshalb habe ich auch hier zwei tödliche Nader schon auf Level 24. Das wird der nächste, den ich so hochpimpe. Kann ich euch noch zeigen. Na, hier ist Level 1, ist klar. Hier seht ihr meinen Hangar, was ich hier noch für Drachen drin habe. Hier habe ich auch den Wechselflügler. Aber der ist nicht ganz so cool, deswegen lasse ich den nur erstmal drin. Ja, was habe ich noch so? Hier ist mein Glutkessel Level 22, also gar nicht so schlecht, weil meine nächste Aufgabe, wie ihr vielleicht sogar wisst, ist, mindestens 6 Drachen auf Level 24 zu bringen, um die Halle hier weiterzubauen. Naja, dann, wie ihr nun seht, habe ich den auf Level 22. Der ist Level 22, der ist Level 22, der auch und der ist Level 23. Den werde ich erstmal oh, hier rauf, dann werde ich den gleich eben mal füttern, dann haben wir den gleich auf Level 24, dann kann er gleich weiter sammeln. Jetzt haben wir oben noch 36.000 Fisch. Ah, da werden wir mal den auch gleich pimpen. Dreimal haben wir Level 23. Das können wir eigentlich machen. Ah, schaffen wir nicht ganz. Muss er jetzt weiter sammeln. Gucken, wie viel Fisch wir noch zusammenkriegen. Zack. 11.260 haben wir jetzt. Hier seht ihr, wie er Holz wegholt. Der Wikinger kloppt hier wie so ein Behämmerter. Hier können wir erweitern, brauchen wir 100.000 Holz knapp, also 99.999. Ist ja nicht mehr ganz so viel, aber das Holz, das hebe ich mir lieber auf, das kann ich dann für Training gebrauchen, ist wichtiger. Wie lange ist Training noch? 11 Minuten. Ja. Naja. Hier brauchen wir noch 20 Minuten, bis ohne Zahn zurückkommt. Ich hoffe, der bringt mir noch ein Ei vom tödlichen Nadder. Das wäre echt das Highlight überhaupt. Na, hier ist noch ein Sägewerk, das ist schon ein bisschen besser aufgebaut, auf Level 3.
halt mit dem Vergleich hier, das ist gerade mal Level 1. Zack, weg da. Hier haben wir noch unsere Fischhütte. Das ist auch gerade mal auf Level 1. Die andere Fischhütte, wo haben wir die? Hier unten, die ist auf Level 3, so wie es sein soll. Jo, hier sind meine ganzen Wikingerhütten. Gut, damit möchte ich mein Video auch erstmal beenden. Ihr habt jetzt einen kurzen Überblick bekommen, was ich so alles habe. Schaltet einfach wieder ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.